Mein Name ist Georg Trohm, ich bin ehrenamtlicher Berater und werde Ihnen unseren Eingangsbereich näher bringen. Lassen Sie mich beginnen mit dem Garderobenlift. Mit diesem Garderobenlift ist sichergestellt, dass auch eine Person, die im Rollstuhl sitzt, an ihre Kleidungsstücke rankommen. Mit diesem Garderobenlift wollen wir aber auch alle anregen, über ihren Kleiderschrank nachzudenken. Wenn man so einen Garderobenlift an die oberste Stelle im Kleiderschrank baut, dann hat man dort oben nichts mehr, steigt nicht auf den nächsten Stuhl, fällt von selbigen nicht runter und ist somit nicht der nächste Pflegefall. Hier haben wir eine Falttür. Für Rollstuhlfahrer ist eine 90 cm breite Tür erforderlich. Sollte der Türflügel irgendetwas anderem im Weg stehen, hilft so eine Falttür weiter. Mit dem Handlauf verbinden wir zwei Funktionen. Einmal die Funktion Sicherheit durch Festhalten und zum Zweiten die Funktion Leiten durch die Beleuchtung. Die Stufen hier sind rutschfest und gut sichtbar. Das heißt, beim Rauf- und Runtergehen sehe ich diese kontrastreichen Kanten und trete an die richtigen Stellen. Bei dem Fenster hier haben wir den Fenstergriff im unteren Bereich des Fensters montiert, sodass auch hier die Person im Rollstuhl problemlos das Fenster auf- und zumachen kann. Wenn man seine Fenster zu Hause erneuert, sollte man den Fenstergriff unten hin machen lassen oder zumindest hier an der Seite ins untere Drittel. In vielen Häusern oder Wohnungen gibt es zwei Fenster, die schlecht erreichbar sein können. Zum einen ist es dieses kleine Fenster im Bad oberhalb des WCs. Zum zweiten sind es die Fenster oberhalb der Arbeitsplatte in der Küche. Wenn das so vorliegt, kann man sich mit so einer Fenstergriffverlängerung durchaus praktisch helfen, die auch gut geeignet ist, die Fenster im Dachstuhl zu öffnen. Das hier ist mit eins der nettesten Hilfsmittel, die ich kenne. Wenn man diesen kleinen Clip hier an seinem Spazierstock hat, aber auch an den Unterarm-Gehstützen oder an den Nordic Walking-Stöcken, kann man seinen Stock jederzeit entweder an den Tisch hängen oder aber unter den Tisch klemmen. Wenn man Arthritis oder Arthrose in den Handgelenken hat, kann ein solches Hilfsmittel dienlich sein, um das Türschloss zu öffnen oder wieder abzuschließen. Hier habe ich nun einen digitalen Türspion. Wenn man den Türspion durch die Kamera ersetzt, die zwei Drähte durch das Loch zieht, hat man auf der anderen Seite einen Bildschirm und sieht, wer vor der Tür steht. Zusätzlich kann der Bildschirm immer in der Höhe angebracht werden, die für den jeweiligen Menschen angenehm ist. Als nächstes zeige ich Ihnen unsere Liftplattform, mit der vertikale Hindernisse überwunden werden können. Die Schranken gehen runter und die Klappen hoch, sodass man hier sicher ist. An der Zielhaltestelle geht ausschließlich die eine Seite auf und schon kann ich problemlos hier rausfahren. Hier an der Haus-Wohnungstür kann ich Ihnen ein batteriebetriebenes Schloss mit Fernbedienung zeigen. Es ist besonders geeignet für pflegebedürftige Personen, die somit die Wohnungstür öffnen können. Drücke ich hier auf die Fernbedienung, geht die Tür auf und eine Person könnte reinkommen. Hier vorne zeigen wir noch vorkonfektionierte Rampenteile aus Kunststoff, die verwendet werden können, um so kleine Schwellen mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator zu überwinden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Bereich des Eingangs näher bringen und Ihnen die Details hier zugänglich machen.